Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von GPS over IP. Heute geht es um das Thema Remote Download, also der Download der digitalen Tachodaten aus der Ferne, sowohl hinsichtlich des Massenspeichers als auch der Fahrerkarte. Um die Funktion auszuführen, muss man zunächst erstmal sicherstellen, dass die Kontaktierung zum digitalen Tacho gewährleistet ist. Und bei der Beleuchtung beispielsweise von den VDO-Tachos wäre es hier der Stecker C. Man findet an der Rückseite des Tachos vier Anschlüsse A, B, C und D. Aber wie schon erwähnt, ist der Stecker C entscheidend, wo die Kontaktierung über den Pin 5 und 7 stattfindet. Dieser Anschluss ist zu sehen wie ein CAN-Bus-Anschluss, was anderes ist das auch nicht. Wie auch der CAN-Bus üblich so möchte, ist hier wiederum die Terminierung ausschlaggebend. Oftmals entdeckt man, dass die Terminierung hierfür nicht gegeben ist, die benötigt wird. Und statt der 60 Ohm merkt man dann oft, dass man 120 Ohm hat. Sofern der Hinweis 60 Ohm ist das, was der digitale Tacho an Terminierung benötigt. Wenn diese nicht vorhanden ist und man möchte diese herstellen, weil zum Beispiel nur 120 Ohm vorhanden sind, kann man eine Brücke von Pin 7 auf 8 machen, weil hier eine interne Terminierung des digitalen Tachos hierfür Sorge tragen kann. Zudem ist es auch immer dienlich, dass an diesem Stecker keine weiteren Kontaktierungen sind. Und wenn diese beiden wesentlichen Sachen stimmen, also dass nichts anderes dran ist und die Terminierung richtig ist, dann ist man eigentlich schon ganz gut dabei. Versionsstände des digitalen Tachos runden das ganze Portfolio dann noch ab. Ideal ist natürlich, wenn man heute einen Tacho der Version 2.1 oder 2.2 hat. Und der Remote-Download an sich ist möglich ab der Version 1.3a. Ich möchte da jetzt aber gar nicht genauer drauf eingehen. Was wir jetzt hier zeigen wollen, ist, wie stelle ich den Remote-Download ein? Wie tätige ich diesen für den Massenspeicher oder für die Fahrerkarte? Vielleicht an der Stelle auch noch die Gelegenheit genutzt für einen Hinweis, dass auf der GPS-Auge-Seite als auch direkt über das Internet Tutorials zur Verfügung stehen, die den Einbau begleiten. Hier oftmals auch speziell zu Ihren Fahrzeugmodellen, ob das MAN, Mercedes, Scania, Volvo oder andere LKWs sind, die Sie da vielleicht im Einsatz haben. Es sind zum Beispiel auch zahlreiche Videos zu finden, wo die korrekte Kontaktierung zum digitalen Tacho ersichtlich ist, wie man das vornimmt. Die Tutorials sind dann auf der Seite von GPS over IP unter dem Bereich Support zu finden. So, aber nun, was wir eigentlich machen wollten, ist aufzuzeigen, wie der Remote-Download getätigt wird für den Massenspeicher oder die Fahrerkarte. Und da wir das meistens global machen wollen, also für alle Fahrzeuge tätigen möchten, werde ich jetzt nicht hier drüben auf das Einzelmenü gehen, sondern hier oben auf Anwendungen. Hier sehen wir jetzt zwei Punkte. Einmal den Remote-Download und noch einen weiteren Punkt, HLD-Dateien. Aber die HLD-Dateien interessieren uns jetzt gerade nicht. Was wir machen möchten, ist der Remote-Download. Und dann klicken wir einfach mal drauf. Und wir sehen jetzt hier das Fenster. Das bezieht sich jetzt auf den Massenspeicher, wie wir das hier in der Überschrift erkennen können. Wir haben hier die Übersicht der Fahrzeuge, da wir den Massenspeicher fahrzeugbezogen holen wollen. Man sieht hier auch gleich, wo vielleicht ein Fahrer auf welchem Fahrzeug aktiv ist. Das ist aber an der Stelle für uns unrelevant. Wir sehen jetzt hier auch, wann der Download getätigt wurde. Also das ist in dem Fall jetzt grün eingefärbt. Da das für die gesetzlichen Bestimmungen ausreichend ist, dass wir den Download in diesem Zeitraum getätigt haben, ist das Ganze hier wie gesagt grün. Wenn der Download zu alt ist, also über die vorgesehenen 92 Tage geht, dann wird das hier rot angezeigt, beziehungsweise kommt man in die Situation, wo es knapp wird zeitlich, wird das hier vorerst gelb angezeigt. Bei der Fahrerkarte ist das wieder anders, da hat man einen kürzeren Intervall, beim Massenspeicher ist das Ganze eben länger. Ich möchte Ihnen jetzt gerade mal die Felder kurz nochmal erläutern. Also hier vorne sieht man das Fahrzeug. Hier ist die aktuelle Situation des Fahrzeugs, beziehungsweise ist der Fahrer unterwegs oder nicht. Hier können wir den Status des Downloads erkennen. Hier geht ein kleines Pop-up auf. Das Ganze spielt sich zwischen 1 und 40 ab. Jeweils wie der Status des Downloads ist, kann man hier ablesen. Und wenn man einen Download anstößt, was wir auch gleich tun werden, dann kann man verfolgen, wie dieser Status eben von 1 bis 40 raufzählt. 40 würde dann natürlich bedeuten, der Vorgang ist abgeschlossen und man kann das auch hier drüben an der Aktualisierung dann erkennen. Oder kurz gesagt, das Alter des Downloads. Den Zeitraum, wann das Ganze getätigt worden ist, kann ich hier drüben ablesen. Das war in dem Fall der 26.06.2017 um 22.55 Uhr. Und möchte ich mir jetzt mal die DDD-Datei anschauen, dann klicke ich hier drauf, dann wechselt das Fenster, wie man sehen kann. Also hier sehen wir alle DDD-Dateien, die archiviert sind.
Hier muss der Kunde also nicht mehr tätig werden, er kann aber natürlich zusätzlich auch noch die Dateien archivieren. Das darf er. Das mache ich einfach, indem ich hier vorne die einzelnen anklicke oder eben alle auf einmal markiere. Wir möchten aber ja einzelne Fahrzeuge auswählen. Jetzt gehe ich auf Speichern und jetzt fragt mich der Computer, wo ich das hinspeichern möchte, also der Speicherort. Und ich sage jetzt, da an dem Ort möchte ich die Datei ablegen, um die Daten halt auszuhändigen oder weiter zu versenden. Wie auch immer. So, zurück komme ich hier natürlich. Und was ich hier habe, ist, dass ich mir die DDD-Datei auch mal anschauen kann. Wir klicken mal drauf. Und jetzt haben wir hier die gesamte Situation in einer Übersicht. Man sieht jetzt in dem Fall die KW 2526, Fahrer 1. Und das kann ich mir natürlich analysieren lassen nach der EWG-Norm. Das werden wir jetzt auch tun. Dann bekommt man hier ein paar Hinweise. Zum Beispiel hier wurde war die Ruhezeit verkürzt, was aber noch im Rahmen ist. Wäre das jetzt hier rot angezeigt, dann könnte man sehen, dass es sich hier um einen Verstoß handelt. Also man hat hier die Möglichkeit, genau reinzuschauen, was ist denn passiert, was war denn. Ich mache es jetzt gerade noch einmal. Das sind hier die DDD-Dateien. Und genauso habe ich hier nochmal die Einsicht in die einzelnen DDD-Dateien. Dann schalte ich mir das hier zum Beispiel ein und kann nochmal einzelne Pakete analysieren. Und so habe ich ja schon mal einen Überblick. Möglicherweise habe ich Gerätschaften, die nicht über den Remote-Download verfügen. Dann könnte ich das hier oben ausklammern über diesen Filter oder über eine Gruppe, die ich vorher erstellt habe. Auch das Speichern des aktuellen Wertes oder der aktuellen Werte habe ich hier auch. Das heißt, möchte ich jetzt einfach mal die aktuellen DDD-Dateien speichern, dann markiere ich die hier vorne und gehe hier auf Speichern auf PC. Und es erscheint wieder der Speicherdialog, den wir vorhin schon hatten. Wobei nochmal der Hinweis, die Daten werden ohnehin schon archiviert mit dieser Funktion, um genau zu sein, 3 Jahre. In diesem Zeitraum liegen die Daten auf dem Gateway bei GPS over IP vor. So, dann bewegen wir uns jetzt mal manuell noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir gehen hier oben mal auf die Fahrerkartenansicht. Hier hat man jetzt also nochmal so die Übersicht, was die Fahrerkartensituation angeht. Dazu der Hinweis, dass die Fahrer automatisch identifiziert werden. Also sobald der Fahrer in sein Fahrzeug einsteigt und seine Fahrerkarte einlegt und sobald ein Download des Massenspeichers, also die generellen Daten des Massenspeichers gemacht wird, wird der Fahrer automatisch angelegt und man kann ihn hier in der Liste dann finden. Auch hier habe ich natürlich eine gewisse Übersicht. Hier drüben kann ich sehen 13 Tage, also der Download ist noch relativ aktuell. Hier wird es schon ein bisschen knapp, also wir sind um 24, 26 Tage ist es schon gelb. Also das bedeutet, hier müsste man tätig werden und das Ganze mal aktualisieren. Hier habe ich wieder die Möglichkeit, mir die DDD-Datei anzuschauen. Auch hier kann ich das Ganze wiederum speichern oder löschen. Auch wenn die Daten gelöscht sind, werden die Daten trotzdem noch in einem Unterarchiv gesichert. Also die Daten werden nie hundertprozentig gelöscht. Man ist letztendlich aber für seine Archivierung natürlich selber verantwortlich. Also bestenfalls den Datensatz nochmal zusätzlich speichern. Auch kann ich mir die Fahrersituation hier direkt anschauen und sehe jetzt so, wann der Fahrer also aktiv war. Ich lasse mir das Ganze auch wieder analysieren. Ich gehe hier oben wieder auf die EWG-Norm und kann mir hier einzelne Pakete analysieren lassen. Da habe ich jetzt natürlich auch die Möglichkeit, mir das Paket im Detail anzeigen zu lassen und andere Schaltfunktionen. Das ist aber für dieses Tutorial nicht relevant. Ansonsten baut sich das Ganze so auf, dass ich hier im Gegenzug zum Massenspeicher jetzt hier die Fahrerkarte habe oder auf welchem Fahrzeug der Fahrer gerade aktiv ist. Hier habe ich auch wieder den Status mit den 40 Schritten, bis der Download vollständig vollzogen ist. Und so ist diese Ansicht hier zu sehen. Also gut, nun können wir unseren Download mal starten. Dazu gehe ich hier oben auf den Massenspeicher. Vielleicht dahingehend mal ein Hinweis, sollte ein Download nicht vollzogen sein, kann man da relaxed sein, da der Massenspeicher immer wieder geholt wird. Das ist zwar immer wieder ein Download, ein größerer Download, der immer wieder stattfindet. Das hat aber den positiven Effekt, dass Sie sich als Kunde da keine Gedanken drüber machen müssen, denn wir schließen im Hintergrund einfach die Lücken. Ich muss eigentlich nur darauf achten, dass ich einigermaßen aktuell bin beim Download und alles, was dazwischen ist, das holen wir dann wieder. Ja, jetzt starten wir mal ein. Dazu gehen wir hier in der Liste ein bisschen weiter runter. Ja, hier unten haben wir mal einen, der müsste langsam mal wieder gestartet werden. Oder nehmen wir jetzt den mit 83 Tagen.
Und ich kann jetzt hier drauf gehen und sagen, Massenspeicher abrufen. Ich könnte hier auch sagen, Fahrerkarte abrufen. Dann würde ich jetzt von dem Kollegen, der hier steht, die Daten abrufen. Ich kann natürlich auch beides machen. Dazu klicke ich dann hier drauf. Und was jetzt passiert, ist, dass der Download in den Status 1 versetzt wird. Das kann man hier erkennen. Und beginnt jetzt nach und nach die ganze Sache durchzuarbeiten. Und wenn er fertig ist, dann wird er hier oben an erster Stelle auftauchen. Hier wird man dann sehen, aktuell einen Tag alt. Also da kann man sehen, dass der Download ziemlich aktuell ist. Zu den Schaltflächen hier oben, das habe ich schon mal benutzt. Das ist die Umschaltung von der Fahrerkarte auf den Massenspeicher oder andersrum. Diese Funktion ist dafür da, dass man einen Download abbrechen kann. Also ich könnte jetzt sagen, alle Remote-Downloads abbrechen. Das möchten wir jetzt aber nicht, weil wir ja vorhin einen gestartet haben. Hier ist die manuelle Funktion, wo ich den Massenspeicher, die Fahrerkarte oder beides abrufen kann. Oder ich kann hier unten auch die gesamten Daten exportieren. Das ist die Schaltfläche, mit der ich einzelne DDD-Dateien speichern kann. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, diese Übersicht als Excel- oder PDF-Datei zu speichern. Und das hier ist ein Button, was die Authentifizierungssoftware betrifft. Und hätte die Möglichkeit mit der Unternehmerkarte, mit der man sich ja authentifizieren muss, dass man dies im Büro selbst vornimmt. Also das heißt, dass man mit solch einem Kartenleser, einer Unternehmerkarte und mittels der hier zur Verfügung gestellten Software die Authentifizierung durchführen kann. Die Empfehlung von unserer Seite dahingehend ist, dass Sie uns Ihre Unternehmerkarten zusenden und wir diese in unserem Rechenzentrum hosten für Sie. Das hat den positiven Effekt, dass Sie nichts anschließen, umstecken oder Sorge tragen müssen, ob Ihr Kartenleser funktioniert. Und Sie haben das Ganze auch unabhängig von Ihrem PC aus, wo Sie das Ganze starten können. Also das ist einfach übersichtlicher und attraktiver strukturiert. Und daher die dringende Empfehlung, senden Sie uns die zu, dann archivieren wir diese und stellen sie für den Remote-Download im Rechenzentrum bei GPS over IP zur Verfügung. Und hier ist eine kleine Hilfe. So, diesen Punkt hier habe ich absichtlich übersprungen, aber zu dem möchte ich jetzt kommen. Hier habe ich nämlich die Möglichkeit, das terminlich automatisiert einzustellen. Das heißt, ich klicke hier mal drauf und dann sieht man das schon. Man hat hier zwei Einträge, dass jeden Donnerstag um 10 Uhr die Fahrerkarten abgerufen werden. Und das Ganze in einem wöchentlichen Intervall oder wie hier zu sehen, vielleicht auch nochmal Dienstag. Ich könnte dies jetzt editieren hier. Ich könnte den Eintrag bearbeiten oder den Eintrag löschen. Das wollen wir nicht. Was wir jetzt machen wollen, ist einen weiteren Eintrag tätigen. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, Termin für den Massenspeicher anlegen, Termin für die Fahrerkarte anlegen oder eben für beides, für die Fahrerkarte und den Massenspeicher. Ich erlaube mir jetzt mal, hier drauf zu klicken. Und dann geht so ein Terminfenster auf. Das erklärt sich nahezu von selbst. Hier oben ist es schon ausgewählt, Massenspeicher und Fahrerkarte abrufen. Ich könnte jetzt hier in diesem Dropdown das auch nochmal ändern, wenn ich jetzt nur die Fahrerkarten abrufen will, aber wir lassen es jetzt mal so. Dann das Datum, der Zeitpunkt, wann der Beginn sein soll, also wann es das erste Mal abgerufen wird. Dann könnte ich jetzt einfach sagen, machen den 15. um 12 Uhr. Also um 12 Uhr soll jetzt quasi der Download für die Fahrerkarte und den Massenspeicher gestartet werden. So, Betreff ist hier schon eingetragen, man kann das aber jederzeit editieren und was Eigenes hier eintragen. Ob das Ganze in einem Intervall stattfinden soll, das sehen wir hier. Und da haben wir die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Zeiten. Also einmal 28 Tage für die Fahrerkarte und 92 Tage für den Massenspeicher. Und somit kann ich das hier auswählen. Ich könnte jetzt hier sagen 28 Tage oder wir machen das Ganze einfach monatlich zum Beispiel. Kein Enddatum bedeutet, dass natürlich die Sache unendlich lang läuft. Oder ich kann hier ein Ende nach Terminen festlegen. Also nach wie vielen Terminen soll er dies tun? Oder nach einem Datum, aber ich belasse das jetzt auf kein Enddatum. Dann haben wir hier Zusammenfassung monatlich. Das wurde jetzt hier so kreiert. Ja, und das Ganze wird eingetragen in einen Kalender namens eigener Kalender. Und hier gibt es jetzt verschiedene Kalender, wenn mehrere angelegt sind, wo das eingetragen werden könnte. Aber letztlich werden die im Terminkalender zusammengefasst. Das dient der Übersicht bei der Kalenderverwaltung.
Ja, eine Beschreibung gibt es hier auch. Das ist auch schon automatisch ausgefüllt worden. Ich kann das auch editieren. Und im Kalender wird dann eine Farbe benutzt, dieses Blau. Das kann man auch nicht ändern, weil das Blau ist eine Systemfarbe. Auch diese anderen Farben hier oben stehen mir nicht zur Verfügung. Und das ist einfach so festgelegt, dass das Abrufen von Massenspeicher und Fahrerkarten in der Systemfarbe Blau dargestellt werden. Also wenn ich jetzt sagen würde speichern, würde mir hier was ganz Wesentliches fehlen. Ja, für welches Fahrzeug ich das natürlich tun möchte. Und das könnte ich hier mittels einer Gruppe auswählen. Oder dass ich zum Beispiel sagen kann, Gruppe Remote Download. Oder ich gehe auf Ändern und klicke jetzt hier einzelne Fahrzeuge an. Sag dann Übernehmen und dann betrifft es diese drei Fahrzeuge hier. Wo der Massenspeicher und die Fahrerkarte um 12 Uhr am 15.08.2017 abgerufen werden. In einem monatlichen Intervall, der nie endet. So, und das kann ich jetzt sagen, speichern. Und wenn ich das Ganze jetzt gespeichert habe, wird mir hier signalisiert, dass ich den Termin erfolgreich eingetragen habe. Und mehr muss ich jetzt im Prinzip nicht mehr tun. Also ich könnte jetzt das Ganze hier schließen und kann hier ab und zu mal reingehen und schauen, ob alles grün ist. Und wenn hier alles grün ist, ist demzufolge alles wunderbar. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, auf meine Daten zuzugreifen. Also die archivierten DDD-Files oder die Details abzuschauen. Ja, und ich kann hier umschalten zwischen Fahrerkarte und Massenspeicher. Und mehr muss ich eigentlich nicht tun. Wenn ich mich entschließen sollte, dass dieser Termineintrag so nicht mehr stattfinden soll, dann kann ich das natürlich auch löschen.